Auch der Opernsommer wird heiß. In Salzburg gibt's Mozart satt und Bayreuth bietet eine Neuinszenierung von Wagners Ring, diesem großen Mythos über den Zustand der Welt. Ein letztes Mal huldigt das Volk seinen Herrschern, doch die große Zerstörung steht schon bevor. Mit der Götterdämmerung endet Richard Wagners vierteiliges Hauptwerk, Der Ring des Nibelungen. Eine Ringinszenierung ist auch in Bayreuth etwas Besonderes. Denn Wagner hat das berühmte Festspielhaus extra für dieses Mammutwerk bauen lassen. Seit 1876 eine Herausforderung für jeden Opernregisseur. 14 Stunden in einem Wurf. 2 Jahre lang hat Tankred Dorst an seinem Ring gearbeitet. Die Grundidee des 80-jährigen Dramatikers, verschiedene Zeitebenen miteinander zu verbinden. Wir leben gleichzeitig in verschiedenen Zeiten. Also es ist, und wir alle in gewisser Weise, wenn in manchen Gedanken, manchen dem, was wir tun auch, aber eben auch, was wir denken, leben wir, sagen wir, noch im Mittelalter und mit anderen Gedanken wieder in der Zukunft, im 22. Jahrhundert. In der Hauptprobe sieht das so aus. Der Clan der Giebichungen in der Götterdämmerung, eine dekadente Partygesellschaft. Und hält Siegfried ein renitenter Schüler. Seit seinem Drama Merlin gilt Tankred Dorst als Spezialist für mythische Stoffe. Wohl der Hauptgrund für seine Einladung auf den grünen Hügel. Kein leichter Job. Jede neue Ringinszenierung muss sich an großen Vorbildern messen. Etwa dem legendären Ring von Patrice Chéreau, der in den 70ern Maßstäbe setzte. Jetzt ist Chéreaus Inszenierung auf DVD erschienen, 30 Jahre nach der Bayreuther Premiere. Das Rheingold im Staudamm und die Götterburg Walhall als Machtzentrum des Spätbürgertums. Chéreaus Bilder überzeugen noch heute. Er hat sich nun entschlossen, das ganze Stück in die Wagner-Zeit zu legen, eigentlich, nicht? Also das spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und die Industrialisierung spielt eine große Rolle natürlich und die gesellschaftlichen Verhältnisse, obwohl sie die gesellschaftlichen Verhältnisse in dem Ring eigentlich gar nicht so sehr angesprochen sind. Was auch immer Wagner wollte, wie Siegfried sich gegen seinen Ziehvater Mime auflehnt und nach Höherem strebt, wirkt bei Chéreau plausibel. Dieselbe Stelle bei Dorst. Hier erscheint die Wahl von Ort und Zeit eher willkürlich. Das ist eigentlich ein altes Schulhaus, der Physiksaal, wo sich der Mime eingenistet hat. Und dieses Gefühl, dass nichts bleibt, das ist, denke ich, etwas, erstens mir Vertrautes und ich denke, das ist im Ring auch ganz immanent. Götterdämmerung, 2. Akt. Der Tod erscheint höchstpersönlich. Doch aufgesetzte Symbolik wiegt andere Schwächen nicht auf. Dorsts Personenregie wirkt steif. Selbst der entscheidende Konflikt zwischen Siegfried und Brünnhilde blutleer. Ganz anders bei Chéreau. Die Sänger agieren so lebendig wie Filmschauspieler. Gesellschaftskritik und Kunstgenuss, hier kein Widerspruch. Dorst dagegen will Werktreue und bleibt unpolitisch. Seinem Maestro gefällt's. Das war auch eigentlich die Grundvoraussetzung, dass ich mich so froh entschieden habe, mit ihm zu arbeiten, weil es einfach irgendwie mal keinen Zeigefinger hat und keine Korrektheitsansprüche erhebt. Die Bayreuther Macher sind sich offenbar einig. Bloß keine Botschaften, dann kann auch nichts daneben gehen.
Deutschland mit Zeit der Mythen. Bayreuth kennt nur ein Thema, den Ring 2006.